Unsere Schreibtischunterlagen gibt es in Echtleder und Naturleder. Was diese zwei Lederarten unterscheidet, erkläre ich Ihnen in diesem Video. Beide Schreibtischunterlagen sind aus echtem Leder aus italienischen Gerbereien. Und auch die Oberflächen von beiden Varianten sind wasserabweisend und problemlos abwischbar. Der hauptsächliche Unterschied besteht im Look der beiden Varianten. Während die Echtlederschreibunterlage modern und gleichmäßig gefärbt ist, hat die Naturlederunterlage einen Vintage-Look und hat eher so eine unregelmäßigere, natürlichere Färbung. Und auch Naturmerkmale sind auf dieser Variante sichtbar auf der Oberfläche. Auf der Echtledervariante ist eine Pigmentierung. Diese sorgt dafür, dass die Färbung so schön gleichmäßig ist und natürliche Merkmale abgedeckt werden. Außerdem sorgt diese hauchdünne Schicht dafür, dass man mit Reinigungsmitteln drüber gehen kann und diese dem Leder nichts anhaben. Das Naturleder hingegen ist nur gewachst. Dadurch wird die Oberfläche auch wasserabweisend, aber die Färbung bleibt eben ungleichmäßiger und diese natürlichen Merkmale sichtbarer. Von Zeit zu Zeit muss man diese Variante auch mit Lederpflege nachbehandeln, um diesen wasserabweisenden Effekt zu erhalten. Außerdem altert dieses Leder über die Zeit und dieser Vintage-Look verstärkt sich. Die Echtledervariante ist ein bisschen weicher und geschmeidiger vielleicht als die Naturledervariante, aber es ist wirklich ein minimaler Unterschied. Und die Rückseite ist bei beiden die natürliche Lederfaser, also die natürliche Lederrückseite. Das fühlt sich an wie Rauleder oder Wildleder und ist eigentlich von Natur aus schon ziemlich rutschfest. Beide Varianten liegen flach auf dem Tisch auf und können auch problemlos zusammengerollt werden. Sie können sich auch aussuchen, ob Sie eine Naht rundherum wollen, aber die ist rein optischer Natur und ganz Ihrem persönlichen Geschmack überlassen. Es gibt außerdem die Möglichkeit, Ihre Schreibtischunterlage personalisieren zu lassen. Dabei werden Messingbuchstaben mit Temperatur und Druck in das Leder geprägt und machen so eine sehr schöne und wertige Personalisierung. Mein Name ist Paul Ortner und ich bin Ledertechniker bei Rohleder. Falls Sie noch weitere Fragen haben, schreiben Sie sie gerne in die Kommentare oder kontaktieren Sie uns direkt. Bis bald!